herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Spoko und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren politischen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein sehr, sehr spezielles und auch brandaktuelles Thema, nämlich um die Situation im Norden von Syrien im Kurdengebiet. Dort marschiert nämlich momentan der türkische Machthaber Erdogan mit seinen Truppen ein und wie es dort momentan aussieht, was sind die Hintergründe von diesem Krieg? Wer hat das bewirkt, was könnte daraus passieren und vor allem, wie schätzen es die Bewohner und Verwandten von den betroffenen Personen ein? Das werdet ihr alles in diesem Video erfahren. Punkt 1, wer kämpft überhaupt gegen wen? Bei der von Erdogan so liebevoll genannten Operation Friedensquelle kämpfen die türkische Armee und Ankara-treue syrische Rebellenverbände gegen die YPG-Truppen. YPG, das ist ein Ableger der kurdischen Arbeiterpartei PKK, und diese versuchen, ihre Heimat vor den türkischen Truppen zu beschützen. Punkt 2. Wann und warum ging es los? Erdogan drohte schon seit mehreren Monaten mit einer Offensive im Kurdengebiet. Jedoch hat er sich bisher noch zurückgehalten, denn Donald Trump hatte noch die US-amerikanischen Truppen dort stationiert. Jedoch machte der Präsident der Vereinigten Staaten am Sonntagabend publik, dass er die Truppen abziehen will. Und damit machten natürlich dieser Rückzug der Truppen den Weg für Erdogan und seine türkische Armee natürlich frei. Bisher war die USA nämlich mit der YPG verbündet, das ist ja die kurdische Arbeiterpartei, und die haben gut harmoniert und sind gegen den Islamischen Staat vorgegangen. Jetzt ist die USA aber weg und der wichtigste Verbündeter fehlt. Ein weiterer Grund war sicherlich, dass Erdogan ein Erstarken des kurdischen Gebietes fürchtet und dass sie sich immer weiter ausbreiten und vielleicht auch immer weiter an seine Grenze herankommen und darüber hinaus. Ebenfalls schwang etwas Wut über die EU bei ihm sogar mit, in seiner Rede, als er über den Feldzug berichtet hat. Denn er ist etwas frustriert, denn Erdogan wirft der EU vor, ihre finanziellen Zusagen beim Flüchtlingsabkommen zwischen Ankara und Brüssel nicht einzuhalten. Und jetzt würde er halt die Flüchtlinge durchlassen. Das bedeutet ein weiterer großer Flüchtlingsstrom nach Europa. Es sind, wenn man den Angaben Glauben schenken will, 100.000 Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa. Ja, da kommt was auf uns zu. Punkt 3, der Verlauf der Operation Friedensquelle. Ein sehr ironischer Name. Am 9. Oktober um 16 Uhr begann die türkische Offensive mit den ersten Angriffspunkten Tal Abjad und Ras El Ain. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, wenn ich nicht jeden Namen perfekt ausspreche. Und mit diesen Angriffen gingen sie gegen die syrische Kurdenmiliz YPG vor. Und laut Erdogan war es ein notwendiger Einsatz gegen diese Terrorgruppe. Und er will ja mit diesem Einsatz eine Sache bewirken, und zwar das Schaffen einer Sicherheitszone, in der syrische Flüchtlinge, die in der Türkei sind, angesiedelt werden. Er will sie halt wieder raus haben und da sollen sie nun angesiedelt werden und dafür braucht er natürlich das Land und will die Kurden vertreiben. Diese Sicherheitszone umfasst ein sehr, sehr großes Gebiet. Sie soll 500 Kilometer lang und 30 Kilometer breit sein. Ein enormer Umfang. Im Gegenzug zu den Angriffen auf Tal Abjad und Ras El Ain schlugen die Kurden zurück und in Akçakale und Ceylan Pınar schlugen ebenfalls Granaten, diesmal von kurdischer Seite ein, und es gab natürlich zivile Opfer, genauso auf türkischer wie auch auf kurdischer Seite, und das ist einfach das Schlimme an diesem Konflikt. Es kommen Menschen damit in Berührung, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, die daran nicht beteiligt sind, die keine Soldaten sind, die nicht zu einer Miliz gehören, und die sterben, kleine Kinder werden getötet, und das darf einfach heutzutage, wir leben im Jahr 2019, nicht mehr passieren. Trotz diesen Verlusten geht der Vormarsch von Erdogan trotzdem weiter. Laut seiner Aussage wurden am ersten Tag des Krieges 100 YPG-Kämpfer getötet. Ob das wirklich wahr ist, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, denn man kann diesen Aussagen nicht immer Glauben schenken. Vielleicht will er auch nur der türkischen Bevölkerung sagen, okay, wir sehen hier die Stärkeren, sind sie ja auch. Aber ob die Zahlen zu 100% der Wirklichkeit entsprechen, das ist anzuzweifeln. Und der Vormarsch wird meiner Meinung nach auch weiterhin sehr, sehr erfolgreich weitergehen, denn die türkische Armee ist die zweitgrößte Armee der NATO. Nur die USA hat eine stärkere Armee und die ist den Kurden sowohl auch in der Ausrüstung als auch zahlenmäßig weit überlegen. Es sind 80.000
türkische Kämpfer mit 14.000 Unterstützern von verschiedenen Rebellentruppen, die Ankara treu sind, und die kämpfen gegen 40.000 Kurden, die zwar von der USA ausgerüstet wurden, aber die meisten davon haben keine Ausbildung in der Armee und sind deshalb nicht super gut als Kämpfer geeignet. Ihre Möglichkeit ist der Guerillakrieg. Das bedeutet ein Krieg aus dem quasi Unterholz, sage ich jetzt mal, also aus den Häuserbauten, wo sie einzelne Nadelstiche auf die große Armee setzen und sich viele kleine Scharmützel mit der türkischen Armee liefern. Das ist die einzige Möglichkeit, denn bei einer offenen Feldschlacht werden sie klar unterlegen. Nur mal zur Erinnerung noch für euch, ich nehme dieses Video am Sonntag um ungefähr 12 Uhr auf und werde die neuesten Informationen, die ich über das Internet und durch kurdische Bekannte bekommen habe, für euch ins Video packen. Also es sind wirklich brandaktuelle Quellen. Nachdem am Donnerstag und Freitag die Kämpfe weitergeführt wurden, ging es am Samstag nach Angaben der Regierung aus der Türkei, das Verteidigungsministerium hat nämlich eine kurze Pressemitteilung rausgegeben. Sie sagt nämlich, dass die türkische Armee die syrische Grenzstadt Ras al-Ain erobert hat. Ob das der Wahrheit entspricht, ist laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die von Aktivisten aus Syrien geführt wird, nicht wahr. Sie sagten, es gibt weiterhin Kämpfe in Ras al-Ain und die Türken hätten sie noch nicht ganz erobert. Dann gab es am Samstag endlich wieder offizielle Zahlen. Bisher seien 30 Zivilisten, also Unschuldige, getötet worden und 100.000 Menschen auf der Flucht. Das Schlimmste, was am Samstag jedoch passierte, war vor einem Gefängnis, in dem IS-Terroraktivisten inhaftiert sind. Dort explodierte nämlich eine Autobombe. Zur Erinnerung, die Kurden halten in Syrien ungefähr 10.000 IS-Kämpfer in Gewahrsam. Das ist gut, denn dann kann der IS sich nicht ausbreiten, aber wenn sie das jetzt tun, denn durch das Explodieren der Autobombe konnten IS-Kämpfer entfliehen und das wird auch weiterhin so sein, die werden einfach diese Chance nutzen, denn wenn die kurdischen Kämpfer von den Lagern der IS-Kämpfer, wo die gefangen genommen, wo die in Gewahrsam sind, abgezogen werden, dann sind weniger Leute da, die auf die IS-Kämpfer aufpassen, somit können die fliehen. Und das wird dann sehr, sehr schlimm, wenn der sich nach Europa weiter ausbreitet. Zur Erinnerung, was der IS anrichten kann. Das hat man 2015 beim Spiel Frankreich gegen Deutschland in Paris gesehen. Also das ist ein ganz, 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 ganz schlimmer Aspekt bei diesem Krieg. Die neuesten Zahlen, die ich euch liefern kann, stammen von heute Mittag um 12 Uhr. Seit Beginn der Offensive gibt es nämlich 415 tote Kurden. Ja, diese Zahl stand vom Sonntag um 12 Uhr morgen. Die Quellen sind alle in der Infobox verlinkt. Da seht ihr, woher ich meine Zahlen und meine Informationen habe. Also 415 Tote. Wie es weitergeht, werdet ihr in den Nachrichten sicherlich verfolgen können. Und man würde es in den nächsten Tagen sehen. Ich persönlich hoffe mal das Beste und dass es möglichst zeitnah ein friedliches Ende der Kämpfe gibt. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und ich bin wirklich mal gespannt, was da noch passiert. Genug Reaktionen auf diesen Vorstoß der türkischen Armee gab es allemal. Beispielsweise setzte die Bundesregierung Waffenexporte an die Türkei aus. Also es gab Waffenexporte an die Türkei. Heiko Maas sagte nämlich der Bild am Sonntag, dass es keine neuen Genehmigungen für Rüstungsexporte, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden können, geben wird. Das Problem dabei ist, 2018 zahlte die Türkei 252,8 Millionen Euro. Für Kriegswaffenexporte aus Deutschland. Dieses Jahr waren es schon 184,1 Millionen Euro, die aus der Türkei nach Deutschland flossen. Ja, tragen wir da eine Mitschuld an dem Krieg? Ich werde es auf jeden Fall meine beiden Interviewpartnerinnen mal fragen. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder stimmt mal hier oben ab. Hat Deutschland eine Mitschuld dran, dass so hohe Waffenexporte den Türken eine bessere Ausgangsposition verschafft haben? Die USA, die ja mit der Hauptauslöser für diesen Konflikt sind, haben Sanktionen an die Türkei angedroht, die notfalls die ganze Wirtschaft lahmlegen werden. Das ist etwas kontrovers, denn sie haben sich zurückgezogen, haben gesagt, okay, macht euer Ding alleine und jetzt greifen sie auf einmal wieder ein mit Wirtschaftssanktionen. Das verstehe der Will, das sagte Steven Mnuchin, der US-amerikanische Finanzminister. Mit diesen Sanktionen wolle man gegen die Türkei vorgehen. Jedoch teilte zu dieser Aussage im Gegenzug das türkische Außenministerium mit, dass sie ihren Kampf weiterhin fortsetzen würden, egal welche Sanktionen es geben wird. Aus Europa gab es ebenfalls genug Reaktionen.
AKK hat reagiert. Sie hat beim Gipfel der Jungen Union in Saarbrücken, also im Saarland bei mir in der Nähe, gefordert, ja, wir Deutschen, wir müssen Reaktionen darauf zeigen. Welche Reaktion wurde nicht gesagt? Das ist das Problem, was bei Politikern oft gibt. Wie Geschwafel. Und dann kommt da nichts. Ich hoffe, dass dann wirklich noch was Gutes kommt und ich bin gespannt, was die Bundesregierung tun wird, ob man da militärisch einschreitet oder wie die USA mit Sanktionen. Macron und Putin forderten ebenfalls einen Rückzug der türkischen Truppen. Putin hat sogar russische Truppen in diesem Gebiet stationiert. Also Putin wäre da am nächsten dran, um den Kurden zur Hilfe zu kommen. Besonders schlimme Folgen hat es für die Sicherheitslage in Syrien. Die ist ja generell schon sehr, sehr instabil. Und jetzt würde es mehr Unruhe und Chaos in der ansonsten sehr stabilen und friedlichen Region, in der die Kurden leben, geben. In der gibt es mittlerweile Kommunalwahlen, es gibt geschlechterliche Gleichberechtigung, so wird es zumindest gesagt. Und jetzt gibt es weiterhin Unruhe in dieser Gegend, die eigentlich ein bisschen als Vorbildfunktion gelten sollte. Das Schlimmste habe ich euch eben ja schon gesagt, das Erstarken des IS, der das Chaos nutzen wird, um sein Comeback in Europa zu starten. Jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Saarlouis, wo ich meine beiden Interviewpartnerinnen treffen werden. Jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Saarlouis, wo ich meine beiden Interviewpartnerinnen treffen werde, die mir als bisher erste Kurden, ich habe da noch nicht so groß was in Deutschland mitbekommen, auf YouTube zumindest, eine Meinung zu diesem Konflikt abgeben werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt drauf, was die beiden sagen würden. Die haben Familie dort, die haben Fotos und Bilder. Wir haben Videos bekommen, also wir werden super, super interessante Informationen bekommen. Ich hole euch jetzt mit, auf geht's. Ich glaube, ich packe euch mal und dann geht's los nach Saarlouis. Bis gleich, auf geht's.